Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir die Kundalini Awakening Frequency vorstellen und darauf eingehen, was diese Frequenz ist und wie sie dir helfen kann, deine Kundalini-Energie zu erwecken. In diesem Video habe ich schon erwähnt, geht es um das Thema Kundalini-Energie und vor allem die Frequenz, die ich dir vorstelle, die heute rausgekommen ist. Werde ich dir erzählen, du fragst dich sicher, was das ist. Ich sage es dir gleich, das hat nichts mit Kundalini-Energie zu tun, sondern das habe ich vorhin gebraucht, weil ich ein anderes Video gedreht habe zum Thema, was ist hinter dem Universum. Aber um das genau zu verstehen, schau auf meinen anderen Kanal, auf dem Marco C. Lorenz Kanal und dort das Video, was ist hinter dem Universum, Teil 2. Gut. Kommen wir zur Frequenz, Kundalini Awakening Frequency. Was ist die Kundalini-Energie? Ganz kurz, und zwar, das ist eine Energie, da gibt es Symptome, kannst auf Wikipedia schauen, Symptome wie Hitze, Kälte, das ist mehr so eine Art Fluch und Segen gleichzeitig, wo einfach ein Energieüberfluss in deinem Körper manifestiert wird und da gibt es viele Symptome, ich will da gar nicht zu tief darauf eingehen, weil es ja jetzt mit der Frequenz an sich nichts zu tun hat. Und wenn man diese hat, dann weiß man, dass die Kundalini-Energie erweckt wird, dass man bewusster wird, dass mehr Energie fließt durch den Körper, also mehr Bewusstheit. Stell dir vor, du bist so ein Wasserhahn und durch den Wasserhahn fließt Bewusstheit durch deine Sinne. Und wenn die Kundalini-Energie fließt, bedeutet das nichts anderes, wie dass mehr Wasserdruck durch deine Sinne fließt. Ja, und darum kommen diese Symptome und die Kundalini-Energie wird immer maßgeschneidert auf das, was du ertragen kannst. Ja? Das heißt, wenn du dich löst von deinen Blockaden, stell dir vor, wie Wolken und die Wolken, also die Sonne scheint immer in Wirklichkeit und Tag und Nacht und die Wolken verdecken halt die Lichtstrahlen. Und stell dir vor, dass wenn du durch das Leben, durch deine Erfahrungen dich anfängst mit dem Thema Bewusstseinserweiterung zu beschäftigen, dann löst du dich immer von mehr Wolken und wirst immer bewusster. Und das führt dazu, dass sozusagen mehr Energie fließen kann. Und dann kommen halt diese Symptome und dann kommen Visionen und so weiter. Also wie gesagt, ich will nicht so tief darauf eingehen, weil da könnte ich ein eigenes Video draus machen, was ich vielleicht sogar tun könnte. Ja. So, kommen wir zur Frequenz. Und zwar, es gibt verschiedene Methoden, wie man die Kundalini-Energie wecken kann. Eine der Methoden ist zum Beispiel Kundalini-Yoga, Übungen, Techniken und so weiter. Ich werde dir auch gleich eine Methode vorstellen, die du anwenden kannst. Ja. Beziehungsweise im How-to-Use-Video stelle ich sie dir vor, also im Video richtige Nutzung zu dieser Frequenz, dann zeige ich dir die Technik, die du kombinieren kannst mit der Frequenz. Die Kundalini-Frequenz basiert auf 3 Phasen und die Phasen durchläufst du, die dauert genau 45 Minuten die Frequenz. Die erste Phase ist so, ist in MDR gemacht, wo du mit 3D richtig stark dissoziiert wirst. Die Musik ist indisch. Du wirst also indische Trommeln führen, so richtiges wie so ein Trip erleben. Und es laufen 2 Frequenzen, auf der einen Seite 55 Hertz und auf der anderen Seite 12.000 Hertz, also High-Gamma-Frequenzen und die EEG of Death. Also diese Frequenz kann auch zu Visionen führen, zu Nahtoderfahrungen und so weiter. Und weil du beide koppelst, also High-Gamma mit 55 Hertz, das ist schon nachgewiesen von Menschen, die einfach, man hat Menschen beim Tod analysiert, also am EEG angeschlossen und dann hat man gesehen, ab dem Punkt, wo sie gestorben sind, waren danach noch 55 Hertz im Gehirn. Und das ist sozusagen das EEG of Death. Heißt es nicht, dass du damit sterben kannst, sondern es heißt einfach nur, dass du das, was im Gehirn passiert beim Tod, simulieren kannst und mit den 12.000 Hertz Gamma kannst du sozusagen dein höheres Bewusstsein aktivieren und sozusagen dann das erleben. Ja, und das macht genau diese Frequenz. Also mystische Erfahrungen sind damit relativ easy zu provozieren. Ja. Je nachdem, wie viele Wolken du hast. Wenn du weniger Wolken hast, dann geht es richtig ab. Ja. Gut, das heißt, die erste Phase ist, du durchläufst eine starke Dissoziation, wo du dissoziiert wirst von verschiedenen Bewegungen, Geräuschen, Klangschalen in 3D und dich voll auf die Musik einlässt. Und wenn du sagst, okay, ich denke jetzt gar nicht mehr nach, wo was, von wo kommt, ich lasse einfach los, dann kommst du in die Phase 2 rein, die ist ein bisschen entspannter, ist auch in 3D dissoziiert und die holt dich ein bisschen ab, sagen wir mal, ja. Die erdet dich nochmal und dann geht es in die Phase 3 rüber. Da geht es dann in Richtung von indischer Musik, ein bisschen in indisches
Cello hinein, wo ein bisschen entspannter und lässt dich dann das Ganze ausklinken und die Frequenz gleichzeitig läuft dann immer höher auf diese 12.000 Hertz und stabilisiert sich dann dort, wo dann die Erfahrung noch intensiver wird. Und wenn du es regelmäßig hörst und öfter hörst, dann wird sich dein Gehirn auf diese zwei Frequenzen koppeln und du wirst viel leichter in diesen Zustand hineinkommen und dadurch wirst du auch diese Kundalini-Energie, die von unten rausgeht und wie eine Schlange sich nach oben wälzt in dein drittes Auge hinein, wirst du natürlich dann verstärken können. Ja. Gut, das ist das eine. Und wie gesagt, wie du die Frequenz und wann du sie am besten nutzen sollst, da gibt es ein anderes Video dazu, das verlinke ich dir in der Videobeschreibung und drunter, beziehungsweise jetzt nach diesem Video. Und schau das auf jeden Fall an, da gehe ich ein bisschen genauer drauf ein, wann du sie nutzen sollst und wie du sie am besten nutzen sollst, damit du den stärksten Effekt davon bekommst. Ja. Und für die, die das noch nicht wissen, es gibt seit heute eine Meditation Academy und zwar auf meditation-academy.de. Da habe ich viele Kurse zum Thema Meditation und auch einen komplett kostenlosen Kurs erstellt für Nutzung von Frequenzen. Ja. Dieses ist auch dort kostenlos verfügbar. Ja. Schau einfach rein und lass dich überraschen. Und wir sehen uns im How to Use Video von der Frequenz und dort erkläre ich dir, wie du sie am besten nutzen kannst. Bis bald.